Jo Leute und hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge PVZ zusammen mit Markus. Hallo. Ja, wir machen heute dasselbe Prinzip wie beim letzten Mal. Das heißt, wir ziehen in den Krieg, um unsere Mission weiterzubringen. Mission. Genau. Und da wir das letzte Mal diesen goldenen diamantenen Waschbären bekommen haben, nehmen wir den natürlich gleich mal mit. Dann nehmen wir noch die diamantene Superbrille mit, damit jeder weiß, wie viel Swag wir haben. Dann nehmen wir noch diamantene Salz- und Pfeffersprayer und... Was für eine Tarnung nehmen wir denn? Wir nehmen ein silbernes Halbtrial. Sieht eigentlich ganz cool aus, muss ich sagen. Vor allem mit diesem Schwanz, der nicht verdiamantet ist. Und damit würde ich sagen, ziehen wir dann gleich in den Krieg. Den Krieg der Gärten. Wie schön ich funke. Krieg zwischen Aliens, Zombies und Plants. Aliens. Hey, yeah. Aliens müssen in jedem Krieg dabei sein. Eigentlich sind wir Pflanzen alle Aliens. Jo. Wir haben ja Alienblumen. Ja, wir haben auch Alienblumen. Die sind dann aber von der Erde. Aliens. Alter, wie die Zombie abgehen. Das ist ein richtig gutes Zombie-Team, Alter. Ja, eine Mission geschafft. Nicht noch nicht, aber ich habe schon verdammt krass viele Kills. Vampirbiss! No, jetzt bin ich tot. Ja, gleich mal im ersten... Oh, wir sind wieder vier weniger, möchte ich anmerken. Geil. Achso, okay, dann... Da wundert es mich nicht, warum das so eine Party im Garten ist. Au! Mann! Also... Ich bin wieder schon. Jo, klar. Boah, da haben wir. Ja, wir sind immer noch vier weniger. Das ist echt traurig, diese Balance. Genau, Balance. Was haben wir eigentlich für Chili-Bohnen 10 Stück einsetzen, 10 Oysters, einen Feuerwerfer und räche Teamkameraden. Ja, Teamkameraden rächen wird hier schwierig, weil dafür müsste ich Kills machen. Bei Gegnern, die Leute gekillt haben von meinem Team. Aber wenn sie einen aus meinem Team töten, dann kommen gleich Tausende und töten mein ganzes Team, inklusive mir. Also wird es mit dem Rechen schwierig. Achtung, du hast einen Zombie hinter dir. Ja, Vampir. Gekümmert. Ja. Er hält jeden Schuss aus, Alter. Oh, die Rakete war aber... eigentlich neben mir. Warum bin ich vielleicht gestorben? Jetzt, das hätte ich jetzt schon gern erklärt hier. Und da sind sie auch schon im Garten. Das heißt, jetzt ist es mal wieder Zeit, Bohnen zu werfen. Ich könnte Rage Mode. Ja, krasses Tackling. Und überhaupt nichts gerissen mit der Bohne. Was ein Wunder. Aber ich muss ja auch nur 10 Bohnen werfen. Ich muss ja keine Kills machen. Ich kann sie einfach nur wild durch die Gegend werfen. Ja. Ey, diese Oyster da. Boah. Alles. Warum hast du jetzt meine Bohne abgewehrt? Ja, und ich habe meine davor geworfen. Schwein. Und die hat auch nichts gebracht. Die haben wir verloren. Ja, sehe ich auch so. Oh, Alter. Auf einmal der ganze Garten voll. Und der feiert sich einen. Der danced ab, weil er mich gekillt hat. Aber der rennt nur in Gold rum. Wir sind aus Diamant. Das ist der Unterschied, weißt du? Das ist der Unterschied. Ah, wir sind nur noch drei weniger. Oh. Ein... mehr. Krass, oder? Ja, eine Chance mehr. Ja, ja. Jetzt gewinnen wir's. Jetzt gewinnen wir's. Alles. User joined your channel. Juhu. Hey, yo. Und damit, jo, Leute, heißen wir unseren Special Guest willkommen, Future. Warte, wer ist denn? Ja, und wie läuft's? Ja, wir sind drei Mann weniger. Wir ragen, weil wir drei Mann weniger sind als die Gegner. Ich sag was, Dark ist eine Pfeife, ja, das stimmt. Dark? Was? Dark ist eine Pfeife. Wie kommst du jetzt auf Dark ist eine Pfeife? Na, keine Ahnung. Er ist immer erst Dark beleidigt. So, okay.
das kommt übrigens vom Futur. Du musst erst Dark heiligen, ja? Du musst zu ihm hingehen und Dark sagen, Heil Dark, weißt du? Heil Dark. Machen wir auch immer. Jeder muss es machen. Ab sofort neue Regel. Geil, ich wurde von einem Fastpiraten erschossen, der auf einmal eine Laserwaffe gezogen hat. What the fuck? Alter! Aber den Garten ja, scheinen wir schon mal besser zu verteidigen. Au, 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 au. Gut. Hä? Mit deine Sitzung. Hör mal auf, zum Einschlafen. Wie immer, was solche Sitzungen sind. Todlangweilig. Kriegst du morgens eine E-Mail? Ja? Richtig spannend, oder? Achso, 15 Uhr Sitzung, ja, fuck you. Heim, nein. Ja. Muss auch für sein Geld was tun, du. Ja. Ja, aber da tut man ja nichts. Ja, das ist ja das. Er macht Dark ja sonst nichts. Dark hat Star Citizen beleidigt. Dislike. Ja, das macht jeder. Keine Ahnung. Das ist einfach so eine richtige Geldabzocke ist. Nein, ist es nicht. Ich hab keine Ahnung. Achso. Alter, der Wichtkick war perfekt. Ihr Flugzeug irgendwie ein paar Millionen kosten, aber... Das Spiel wird einfach gigantisch, da kann jedes Spiel abstinken dagegen. Jedes Spiel dagegen abstinken kann. Yeah. Oh, wir sind zwei weniger, jetzt gewinnen wir's. So, wir werden bei jedem Garten mehr, das bedeutet im Finale könnten wir dann gleich viele sein. Oh, das sind wieder. Ich spiel mal so lange Farm Heroes, bis ihr durch seid, ne? Ja, komm schon. Ja, wir sind jetzt schon durch, Alter. Ihr seid immer durch. Warum Bunny hoppt der jetzt auf meiner Leiche rum? Och, drei weniger. Ja, drei weniger, da feiern sie sich, wenn sie den Kill machen. Also meine Vermutung ist, dass wir fünf weniger oder vier weniger im Finale haben. Oh, ich habe eine Mission geschafft. Damit wäre das Ziel der Folge zumindest schon mal erfüllt. Verhöhne 10 Gegner unmittelbar, nachdem du sie getötet hast. Oh, jetzt darf ich auch mal ein bisschen abdancen. Oh, ich habe gerade übelst Bandcamp getreten. Aber nicht gewollt. Das ist egal. Bei den Gegnern darf man das. Oh ja, yeah, dancen. Aha, yeah, mhm, whoop, whoop. Und da bin ich tot. Ich wusste es. Nein! Ich hab da Knopf gedrückt. Egal. Man muss dancen, das ist cool, weißt du? So ein bisschen dancen, wenn man jemanden killt, hat Style. Ah, Double Kill. Mensch! Oh, jetzt kommen ja die Bombenmusik. Ja, ich werfe auch Bomben. Chili-Bohnen-Bomben. Oh, Dreier Killstreak und abdancen. Yes, baby. Muss ich machen? Kann man auch ein Let's Play machen? Let's Play Farm Heroes. Du kannst ja wieder rausbringen. Ja, sorry, dass heute keins rauskam. Ich hab Ding. Bei mir kam auch keins raus. Wow, haben wir dann halt überhaupt weil der ganze Ton weg war, weil wegen du bist einfach zu inkompetent Ding zu benutzen, habe ich das Gefühl. Ja, ich habe auch das Gefühl. Nein, das wurde sowieso auch wenn Shadowplay scheiße ist, aber es wurde auch so Ton weggesperrt. Ton weggesperrt? Ja, aha. Gesperrt halt. Bist der einzige von uns drei, womit Shadowplay Probleme hat. Du hast auch von drei. Nein, habe ich nicht. Ja, nach einer halben Stunde geht der Ton aus. Nein, geht er nicht aus. Nein, geht er nicht aus. Bei mir schon. Ich hatte schon Aufnahmen über eine Stunde. Sein, ne? Lappen. Schau, wenn wir Event aufnehmen, dann haben wir Aufnahmen über 2 Stunden und da haben wir auch Ton. Eben. Ja, ich aber nicht. Ich hab einen Lappen bis. Na, ich hab schon Ton, aber Stillplay will den Ton nicht aufnehmen, das ist das. Wir haben auch in der Aufnahme noch Ton. Die Arbeit machen dann nach einer halben Stunde den Ton wegzumachen. Das ist Logik. Ja. Mach's irgendwas falsch. Ja, was soll ich vielleicht mal auf Nachaufnahme drücken und dann fertig. In den Einstellungen verkackt. Nee, ja, mach's irgendwas verkehrt. Heil mich, du Bitch. Bestrahl mich, los. Ich verspritze dich. Der einzigste, wo das hatte, das
Wenn es bei uns alle auf der Welt sagen, okay, ist von, ist allgemein Programmierfehler, aber dass es nur du hast, und ist einfach nur lappig und fertig. Vor allem, du hast ja auch schon ewig lang keine... Ah doch, du hast jetzt auch das Update mal installiert, ne? Du ja, sagst spannend. Ja immer, du klickst die Updates öfter mal weg, einfach so. Ja, aber bevor ich aufnehme, lade ich das runter. Das hört sich zumindest gut nee, an. Das hört sich nicht jetzt dance der Nächste! Die wollen mich doch alle verarschen heute. Also es kann ja wohl nicht sein, dass die alle gleichzeitig die Mission haben, einen abzudancen, wenn sie mich töten. Ich glaube, die wollen mich rollen. Rollen? Ja, die wollen mich rollen. Rollen. Nein, richtig abrollen. Juhu, ich habe dieses Level bei Farm Heroes geschafft. Also haben wir echt heute gar kein Video, das ist halt echt makaber. Mager. Kannst du ja eins machen. Jetzt noch ein Heil mich. Danke. Ja gut, dann können wir halt nichts anderes aufnehmen. Dann mache ich jetzt noch eins. Dann schieben wir die Aufnahme auf morgen. Ja, warum? Dann mache ich jetzt noch ein Video, dass wenigstens eins heute rausgekommen ist. Ja, mach das mal. Gut, dann nehmen wir morgen auf. Mal gucken. Ja, schreibt's im WhatsApp. Okay. Ja, yeah, ich habe einen Killer, aber ich bin tot. Machen wir das so. Oh man. Ach, stirbt doch endlich. Gut, dann lasse ich euch alleine, Jungs. Dann bis morgen. Moje. User disconnected from your channel. Ja, dancen. Stehst schon wieder rum und tust nichts. Oh, Double Kill, yeah, dancen. Ja, hab's gemerkt. Jetzt bin ich wieder tot. Habe ich genug gedanced nach ein paar Multikills und einer 6er Killstreak im Garten. Da hat sich's ausgedanced bei mir. Das ist eine scheiß Mission, die wird gleich mal übersprungen. Oysters mit Bohnen erledigen, das ist kein Problem. Die schießt man ein bisschen an und dann schickt man ihnen eine Bohne rein. Ah geil, es wurde eine Vorlage. Keine Ahnung, wie man mit einer Bohne eine Vorlage macht bei einem Oyster, der angeschossen ist. Aber okay, eine Minute ist der Timer, also auf in den Garten. Laufen die durch unseren Spawn durch eigentlich. Was und dann in die Garten tun. Zu gehen. Kennst du es doch, Spawn Rapen ist geil. Okay, Dance. Beim Dancen von einer Rakete gekillt. Aber egal. Wenn ich so, oh, ich habe schon 30 Kills und wir sind nur noch zwei weniger. Dance like a motherfucker. Dance. Dance. Voll am Abdancen. Oh, oh, oh. Dance. Statt dem Nachladen dance ich einfach immer während des Nachladens, weil dann stehe ich schon nicht sinnlos rum. Sondern lad trotzdem nach während des Dancens. Das ist sehr wirtschaftlich. Ich stehe dann zwar während des Nachladens rum, aber ich bin zumindest nicht irgendwo und stehe rum und tu gar nichts, sondern ich lade zumindest nach. Oh oh, der Garten. Carbona? Oh, ich habe keine Carbona. Jetzt muss ich nachladen.
Und jetzt sind alle tot. Und ich habe die Rächermission auch geschafft. Das war dann die zweite Mission heute. Jetzt muss ich noch ein bisschen dancen, dann schaffe ich sogar noch die dritte Mission in der Folge. Alter. Ey, diese Kacknüsse, Alter. Die rollen inzwischen Wege, das ist nicht mehr lustig. Weißt du, auf welcher Seite der TP ist? Nope. Er ist links. Was, der ist einfach durch meine Mine weitergelaufen, ey. Eckel. Ja, jetzt ist einer durch meine Mine gelaufen. Das sind die ganzen Zombies. Links, beim Teleporter. Ach, der steht schon. Ja, stimmt. Wie die Leute da rauskommen, ja. Gut, ich gehe von hinten rein. Na, ich habe sogar direkt einen Abschuss hier. Oh, what the fuck, jetzt links. Dritte. Sind alles... Dings, ne? Oben geht gerade einer rein. Ja, komm. Ja, dieser Energiewarp ist in dem Finale einfach nicht tragbar, meiner Meinung nach. Der muss ausgeschaltet werden. Was war jetzt los? Ja, der Energiewarp darf im Finale einfach nicht mehr sein. Das geht nicht. Mikrofon muted. Mikrofon activated. So. Das war dann wohl auch wieder eine einwandfreie Niederlage. Naja, 35 Kills, 13.000 Punkte, meiste Kills, längste Serie. Man kann nichts gegen meine Spielweise sagen. Wollen wir uns nochmal so ein hübsches Glitzer-Dingchen? Vielleicht kriegen wir ja wieder irgendwas Tolles. Scanner-Diamant für unsere Kakteen. Naja, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme PVZ. Da schauen wir dann, dass wir wieder irgendwo anders Missionen weitergespielt bekommen. Ihr könnt uns ja mal in die Kommentare schreiben, entweder neue Challenges, die wir in den Aufnahmen machen können. Ihr könnt dazu schreiben, Modus, welche Klasse, um was unsere Mission ist. Irgendwas, überlegt euch was, lasst euch was einfallen, seid kreativ. Oder schreibt uns einfach mal rein, ob ihr das okay findet, wenn wir einfach die Missionen weiter verfolgen. Bis dahin, Leute, würde ich sagen, Servus und Ciao. Tschüss.